Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag von My Time at Portia. Wir stehen einfach mal auf. Also wir wachen auf, gehen von unserer wunderschönen Riesen-Lama-Statue vorbei nach draußen. Und schauen mal, was der Tag so für uns bereithält. Ja, es lädt. Ich glaube, irgendwer steht vor unserer Tür. Ich frage mich, wer das sein könnte. Wir kriegen doch irgendeine Druckerpresse oder so ein Scheiß. Okay, da steht vielleicht auch keiner vor unserer Tür. Hey, wir haben Materialien. Oh. Ja, das sind die Lieferungen von dieser wunderschönen Baumschule. Okay, eine Druckerpresse. Mhm. Ein Alleschleifer. Mhm. Danke, das ist... ja. Ich habe euch doch gerne geholfen, meine Bros. Ja. Holzkohle direkt mal nachmachen. Ja. 7 Stück. Ja. Ich hab Holz. Ich grad bekommen. Ja. Dann die Hartholzlinien. Können wir jetzt halt ja gleich... Eisenholz, sorry. Können wir gleich verbauen. Weil ja, wir cool sind. 5 Stahlkabel. Die sollte jetzt auch fertig sein. Perfekt. Ja, kann ich die hier irgendwie vielleicht setzen oder irgendwie so. Okay, und es fehlt uns nur noch der eine Flaschenzug, wofür wir einmal unsere coolen... Also ich habe nur 2 Stahlplatten machen können, weil dann, ja, hatte ich nicht mehr genügend Stahl. Lagerung, wie viel brauchen wir denn jetzt genau? Ich muss jetzt mal schauen. Also... wir brauchen einen Flaschenzug, das weiß ich. Achso, wir hätten ja gar keine gebraucht. Ja, schön. 3 Lagerungen brauchen wir. 3, bitte. Können wir genau herstellen. 10 Stunden dauert die Scheiße. Ach komm. Da läuft der Toadie schon wieder. Und ich habe Dünger noch schnell hergestellt, weil mir aufgefallen ist, dass das alles hier nicht gedüngt ist. Und wir ja natürlich den geilsten Ertrag ever haben wollen. Deswegen müssen wir düngen, was nur das Zeug hält. Wichtig. Düngen. Ja, das braucht jetzt ein bisschen. Das hat irgendwer vielleicht vergessen zu düngen, so minimal. Okay, jetzt ist voll gedüngt. Dann einmal die Baumwolle. Die ist auch wichtig, weil Baumwolle. Da kann ich ja nicht nur einen reinstreuen. Okay, ich kann wohl nicht noch einen reinstreuen. Ja. Den ganzen Schmarrn kann ich so laufen lassen. Wird nicht so schnell fertig. Dann schauen wir mal, ob irgendwer in der City wieder Probleme hat. Ah, hier hinten, hier unten. Das ist schön. Hier hinten will irgendwer was von uns. Keine Ahnung wer. Ich glaube Papa Bär oder Dr. Xu, der treibt sich dort auch mal hinten rum. Okay, und einmal hier unten Training-Kumpels. Okay. Jetzt gehen wir uns aber erstmal einen Handelsauftrag holen. Und in 10 Stunden, also so um 18 Uhr, können wir dann sogar unseren Baukran montieren. Und dann sind wir übelst happy, weil wir dann einfach das Museum bauen können. Ich hoffe, die haben dann alles. Hm. So, was gibt's denn hier Schönes? Irgendwas in B vielleicht? B, was ist Handelsgilde? Fledermausmasken. Da müssen wir wieder süße kleine Fledermäuschen killen. 5 Sonnenbrillen ist auch nicht besser. Was ist das? Wir brauchen 2 einfache Ofen. Nee, ich glaube, die waren scheiße. Wir nehmen die Kühltruppe da. Viel Spaß, Higgins. Hallo, Antoine. Hey. Wie geht's dir? Ja, die Baumschule ist endlich fertig. Ist das nicht geil? Habe ich gut gemacht. Hier ist so eine Fliege. Ich brauche Freundschaft zu dir. So, wie sieht's denn aus? Wir sind... ja, wir haben mehr als die Hälfte schon eingeholt von Higgins. Wir geben uns natürlich immer Mühe und versuchen sehr viele Rufpunkte zu verdienen. Klappt leider nicht immer so. Ja. So, schauen wir gleich mal, ob der Lee da vorne rumsteht, weil den wollten wir noch so ein paar Ölpinsel andrehen, dass der auch mal so ein bisschen BFF-Kurs mit uns ist. Leider steht nur die Sonja rum. Ach, der ist da vorne da, hier... der trinkt da in der Früh was. Achte.
Schafft er wahrscheinlich einen Tag nicht so. Der ist erstmal so high. Ja, Forschungszentrum sind so stur. Deswegen kriegst du jetzt geile Ölpinsel und jetzt freu dich. I like it. Ja. Ich bin sehr nett. Ich dachte wenigstens, dass der ein Level hochkommt. Hello. Hello. On guard. Aufgepasst, ja, meine Reaktionszeit ist ewig. Kannst mich irgendwie auch. Ah, cool, wir haben ja einen Spielraum jetzt. Da wollte ich mal reinschauen. Demnächst. Bye. So, ja, ich muss, glaube ich, in die andere Richtung rennen. Panda-Maus-Masken, das will auch wieder so eine Herausforderung. Aber erstmal, hallo Alice. Hey. Wie geht's dem Blumenlädchen? You see anything you like? Ja, ich bin Blumenfan, nach wie vor nicht. Meine Allergie hat sich nicht verbessert. Higgins. Boah, da leuchtet direkt alles direkt zu. Kein Bock eigentlich. Ja, und vor allem, der rennt hier auch weg. Dann gehe ich zu denjenigen, der nicht wegrennt. Ist es Orks oder ist es Papa Bär? Ist es Papa Bär? Ach, er hat seine coole Mütze auf. Er sieht nicht cool aus. Gaga. Cool, und ich habe jetzt mit dem Sohn 5 Beziehungen bekommen. Au, au, au. Schau mal, ich habe bestimmt geilen Honig für dich hier. Findest du geil, das freut mich mit deinem coolen Propeller am Kopf. Hello. Honey and fruits are Papa Bear's favorite. Ja. Goodbye. Da ist noch der Arzt. Hallo? Hi. Wie geht's? I like herb gathering. So. Ja, ich freue mich, dass du Kräuter sammelst. Es macht alle glücklich. So, jetzt haben wir unseren Trainingskumpel aus den Augen verloren, der weggechockt ist. Ich glaube, einmal durch die Stadt gehen, dann kommt er uns schon entgegen. Yay, Schule beginnt. Geil. Freut man sich doch drüber. Also wie gesagt, ich würde gerne wieder in die Schule gehen. Vor allem Ferien sind halt auch geil. Hey, da ist die Nora. Hallo Nora. Hi. Hi. I thought Portia was a boring place compared. Ah ja, diese Stadt, die ist Wahnsinn. Da gibt es zum Beispiel mich und ja, das war's halt auch schon. Nicht Spaß. Portia ist schon interessant. Was brauchen wir jetzt eigentlich für den anderen Müll, was wir bauen sollen? Ey, da ist Emily. Hallo Emily. Wie geht's? Hallo. That irrigation system for the tree farm. Ja, ich habe das toll hingekriegt. Ich weiß, ich bin selber begeistert. So, und da unten sollte es irgendwie der Herr Trainingskumpel rumalbern. Das sind sehr viele schöne Lamas. Wir bräuchten ein bisschen Kacke, dass wir Dinger herstellen können. Aber mir fällt bestimmt irgendein schönerer Grund irgendwann mal ein, um die Lamas abzuschlachten. Och, mein Durchhaltevermögen ist gerade schon wieder auf Null. Ich kriege Nackenschmerzen. Nein. Ey, das ist Kacke. Kacke. Ich brauche die. Ich brauche nichts anderes. Vielleicht 4 Stück. Nein, jetzt rennen meine Kumpels da unten rum. Ich habe gerade Kacke gefunden. Ey, die Sam braucht was. Hi. Hi, Bro. Yo. Hey Lea, willst du noch einmal mit mir trainieren? Nee, möchte ich nicht. Well. Ich habe gehört, dass du... Okay, ja, mache ich. Why? We're a frontier town, ja. Deswegen why. Sind ein Grenzort wir... Oh Gott, was ist passiert? Och, nö. Ich bin schlecht in Kämpfen. Ich habe gerade echt keinen Bock auf Kämpfe. Aber die ist halt auch 3 Level unter mir, also... Die Frau hat's echt nicht... Alter! Wenn es laggt, kann ich dich nicht angreifen, Bro. Ich sollte weggehen, wenn die mich angreift. Das wäre so eine Idee. Ich hab dir voll in die Fresse getreten. Ich hab sie fast. Und sie hat mich fast. Ein Schlag noch, komm. Hey, gewonnen.
Ey, ein Beziehung und ich habe Geld gekriegt. Geil, ich habe 11 Gold gekriegt. Das hat sich jetzt gelohnt, ihr nicht so gesehen. Oh, du weißt wirklich, wie man kämpft. Das gleiche trifft auf dich zu. Ich war nicht enttäuscht. Danke, dass du das Training für mich zeitgenau hast. Um ehrlich zu sein, ich muss immer zu trainieren, um mit Arlo und Rally mithalten zu können. Diesen Wundern der Natur. Ey, 10 Freundschaft mit ihr. Und ich glaube, für sie machen wir jetzt auch die Panda-Maus-Maske. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Und wir können gleich Dünger herstellen. Müsst ihr gar nicht dran glauben, hm? Ich genüge Gegenstände, fick dich doch. Oh, ich sehe gerade, wir sind über der Zeit. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei My Time Reportia. Bis dahin, tschüss.